Hast du Schmerzen? Nur wenn ich rede. Ich dachte, ich mir ist so eine geile Idee, mal den Stream anzumachen. Aber ich kann schon wieder sehr gut essen und trinken und so. Ich kann noch nicht so gut reden. Hast du alle vier gezogen bekommen? Ich hatte einen schon raus und dann wurden drei gezogen. Vor 2 Tagen. Mit oder ohne Betäubung? Ohne. Ich habe einfach da gesessen, er hat mir die rausgebrochen, rausgestochen. Und ich habe einfach, war gar nicht betäubt, aber nur gechillt, habe meditiert währenddessen. Eigentlich hätte ich heute casten sollen mit Maximum 15 Uhr MSI. Aber ja, ich habe eigentlich keinen Bock. Gute Game. Casten, bin ich ehrlich. Das Coole am Stream ist ja, ich muss zwar reden, aber ich kann jederzeit aufhören, wenn ich caste. Ich habe keine Wahl, ich würde auch, wow. Nur nicht so geil, glaube ich. Nicht mal ohne den Kane diven können, ohne den Viego. Wir haben jetzt noch ein bisschen komplett gewonnen. Level 6 Jungler, 5-20, 4-0. Ist just over. Stimmt's an den Trade, dass ich immer TP-Advantage habe, ne? Die ist so dumm. Ganz vor 2 Plates weg. Reicht nicht ganz, ne? Ich hätte sich 50 Gold im Base warten, das ist keiner sinnlos. So, bei dem will resetten. What? Meiner Q warten sollen, bis ich W hab, ne? Ist ja auch noch getötet. Ah. Ich hab unironically keine Ahnung, was ich jetzt kaufen soll. Einfach Starex? Der Cleaver? Not bad. Not played. 150 Gold für Chat. Wirklich Starex Gage, Ionians und einfach Titanic oder sowas, kein Plan. Mal gucken. Eine Ulte, aber sie verliert das einfach nur. Ja. Weil wir nicht umdrehen müssen. Einfach weg. Wenn wir weglaufen können, die ist umgedreht. Gut. Gute Game.
Oh, alles KS, der Typ. Hast du soweit Schmerzen? Nur wenn ich rede ein bisschen. Also ich würde nicht mehr von Schmerzen sprechen. Ich hatte am ersten Tag und am Tag der Behandlung selbst hatte ich Schmerzen, aber jetzt nur, wenn ich... Also jetzt habe ich so ein unangenehmes Gefühl, wenn ich rede halt. Aber nichts, was ich als Schmerz bezeichnen würde. Einfach nur nervig, einfach lästig. Weiß ich mal nie, ob ich Grappling Hook verkaufen sollte oder D-Blade. Jetzt keiner bad, ich glaube, ich kaufe D-Blade. Ich habe Time Bob Tonic, das lohnt sich. Jugend Eis und Suppe im Haus. Ich habe eine Menge Suppen gestern schon gegessen. Aber ich esse nicht so gerne Eis, deswegen habe ich mir viele, viele Liter Apfelmus gekauft. Die habe ich auch schon zum Großteil schon geputzt. Aber ich mag Eis nicht so sehr. Aber schönes, kaltes Apfelmus ist ja keiner the same. Mich wirklich, aber keiner. Schon wie 3 Liter Apfelmus gegessen. Ich weiß nicht, wie viel ist in so einem Glas drin? Guck mal, hier steht direkt neben mir. Weil ich gerade eben erst gegessen habe. Wie viel ist da drin? Ja, Alter. Steht nicht drauf. Ah doch, 700 Gramm Füllmenge. Aber sehr schwer zu sehen. Okay, dann sind es, ich habe glaube ich irgendwie 4 Gläser gegessen bereits. Ich habe noch 3 da. Oder dieses hier und noch 2 halt. Sehr viel Zucker natürlich, aber ist sich halt ganz nice, ne? Ist das mal ordentlich Durchfall? Nö. Habe ich ja schon gegessen. Letzte 2 Tagen. Alles supi. Was für ein Durchfall. Und nicht das Einzige, was ich gegessen habe. Schöne Tomatencremesuppe gegessen. Hühnersuppe. Pfefferlingsuppe. Richtig weich gekochtes Frikassee. Yeah. Ich glaube, das war's. Deine Backe tut mir echt ein bisschen leid. Mir nicht. Es sitzt nicht ganz gut auf meinen beiden Backen. Lustig. Aber ist nicht tatsächlich Backe und Wange ein klar definierter Unterschied? Oder ist das eigentlich wichtig? No? Folge sie mit dem Schal und den dicken Wangen aus wie eine nette Oma, die gleich einen Bonbon zusteckt. Das ist kein Schal, das ist eine Decke, okay? Eine verdammte Decke. Und bring mich nicht zum Lächeln, das tut weh. Männlich, ist mir doch egal, ob es männlich oder maskulin oder feminin ist. Mir ist kalt, es hat heute geschneit und ich bin krank. Also theoretisch, ich hätte mich krank schreiben lassen können, wenn ich gewollt hätte. Mir doch scheißegal, ob das jetzt feminin ist oder nicht. Ich chill hier mit meiner Decke. Mir ist warm. Das zählt.